Servus und hallo zusammen. Heute in der Verkostung der James Oliver American Whiskey Bourbon Barrel. Viel Spaß und bis gleich nach dem Intro. Servus und hallo zusammen. Schön, dass du auch heute wieder bei meinem neuen Video dabei bist. Heute möchte ich euch einen Bourbon Whisky vorstellen. Und zwar handelt es sich heute um den James Oliver American Whisky. Jo, was kann ich euch denn über diese Abfüllung sagen? Da muss ich heute tatsächlich direkt von der Flasche ablesen, da ich mir keine Notizen dazu machen konnte. Er hat 43 Volumenprozent, entspricht 86 amerikanischen Proof. Er ist ein reiner Korn-Whisky. Genau. Und er ist natürlich in amerikanischer Weißeiche gelagert. Ich kann euch nichts über das Alter der Flasche sagen. Allerdings ist es kein Straight Bourbon Whisky. Somit wird er höchstwahrscheinlich unter 2 Jahre alt sein. Sprich eine relativ junge Abfüllung. Wenn ich hier was Falsches sage, dann verbessert mich bitte in den Kommentaren. Ich hatte ihn schon vor einer geraumen Zeit auf dem Gaumen, aber ich kann es gar nicht sagen. Auf jeden Fall kommt er von einer Mikrodistille aus Oregon. Bootleggers Special steht noch drauf. Und das, was hier hinten drauf steht, ist tatsächlich zu klein, als dass ich es ohne eine Lesebrille lesen könnte. Und ich habe noch gar keine Lesebrille. Ja, genau, ich glaube, die Farbe ist original. Er ist natürlich nicht gefärbt. Und ich gehe auch mal schwer davon aus, dass er nicht kühl gefiltert ist. Kann ich euch sonst noch was sagen? Bei meinem letzten oder vorletzten Video, ich weiß nicht genau, wann dieses Video hier kommen wird, habe ich euch gesagt, dass ich keine Preisangaben mehr weitergeben werde. Aber Link, wo man ihn bekommen kann, unten eingetragen, und er ist jetzt nicht so happig. Aber schauen wir doch mal, was mir der James Oliver American Whiskey Bourbon so in der Nase sagen kann. Eine schöne vanillige Süße, tolle Röstaromen sind da, und ich habe mal so in der Beschreibung nachgelesen, und tatsächlich kann ich sowas wie Ahornsirup in der Nase riechen. Sehr, sehr angenehme und weiche Nase. Vielleicht ist so ein ganz leichter Hauch Alkohol in der Nase zu spüren. Minimale Zitrusfrische. Ja, so diese Ahorn-Honig, Ahorn-Sirup-Honignote, die ist tatsächlich ziemlich kräftig in der Nase. Aber dann schauen wir doch gleich mal, was er mir so auf der Zunge sagen kann. Cheers! Oh! Eine schöne, richtige karamellige Note und so eine, das erinnert mich an einen schönen Vanillepudding. Ja, so ein richtiger, toller, selbstgemachter Vanillepudding, den habe ich jetzt gerade auf der Zunge. Eine leichte Würzigkeit ist dabei, ein gefälliger Whisky. Jetzt so im Nachgang verschwindet das meiste wieder.
Aber es bleibt eine ganz angenehme, karamellige, vanillige Süße auf der Zunge. Schön, gefällt mir gut. Ich nehme noch mal einen Schluck. Jetzt beim zweiten Schluck ist diese Vanillepuddingnote immer noch da. Allerdings ist so eine schöne, kräftige Würze da geblieben, die allerdings nicht bitter ist, sondern wirklich nur so ein bisschen kribbelnd würzig. Ich habe keine Eichenaromen tatsächlich. Das ist ein bisschen schade. Es wäre schön, wenn er so eine leicht kräftige Eichenfrucht mitbringen könnte, aber dafür ist er höchstwahrscheinlich noch ein bisschen zu jung. Vielleicht so eine ganz leichte Ledrigkeit ist auch da. Oder so Noten von Tabakblättern. Ein schöner, gefälliger American Whisky. Höchstwahrscheinlich, wie schon anfangs erwähnt, eine recht junge Abfüllung, da er sich eben nicht Straight Bourbon nennen darf. Das hat ja ganz viel mit dem Alter zu tun. Also sprich, muss mindestens 2 Jahre in frischer amerikanischer Weißeiche gelagert haben. Wenn er über 4 Jahre alt ist, muss er das Alter nicht mehr angeben. Aber es steht eben American Whisky und nicht Straight Bourbon Whisky drauf. Somit ist er unter 2 Jahre alt. Wie alt, weiß ich jetzt nicht genau. Kann ich jetzt auch nicht nachlesen. Wenn ich es noch in Erfahrung bringe, bevor das Video rauskommt, werde ich es euch hier oben noch irgendwo einblenden. Jo, James Oliver American Whisky. Eine interessante Abfüllung. Ein ganz klarer. Kann man haben, muss man aber nicht. Bekommt man an den unterschiedlichsten Stellen, bekommt man auch hier in dieser Bar. Jo, mehr kann ich euch darüber, glaube ich, jetzt gar nicht sagen. Es hat mich gefreut, dass du mich bei meinem Video wieder begleitet hast. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich möchte dich bitten, ein Like und oder ein Abo, wenn du es noch nicht getan hast, dazulassen. Ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche. Hab immer einen guten Genuss. Dein Konstantin von Whisky Enjoy. Tschüss.